Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, täglich grüßt das Murmeltier. Hier ist es die jährliche Studie der Bertelsmann Stiftung zur Situation der frühkindlichen Bildung. Und sie belegt vor allem eines. Hessen kommt bei den entscheidenden Parametern von Qualität nicht vom Fleck. Hessen ist höchstens Mittelfeld oder schlechter. Und ich weiß jetzt nicht, was das Anliegen der SPD war, heute dieses Thema zu nehmen. Ich nehme einmal an, es war die Bertelsmann-Studie, die uns nämlich jedes Jahr wieder sagt, wie schlecht Hessen dasteht. Aber dass es nicht die Verdi-Aktion war, da würde ich Ihnen doch vorschlagen, Frau Ravensburg, wo sind Sie denn gerade da hinten? Okay. Lesen Sie sich doch noch einmal den Brief durch, den die Verdi-Kolleginnen und Kollegen auch an Sie heute geschrieben haben. Da heißt es nämlich, dank meines Kollegen Hermann Schaus, der noch lange nicht in Rente ist, weder bei Verdi noch bei uns und noch weiter hier kämpfen wird, ne? Welche qualifizierten Bemerkungen bekomme ich von der Regierungsbank? Ich habe sie nicht verstanden. Meine Damen und Herren, Moment bitte, Frau Kollegin, die Regierungsbank ist ruhig. Wenn gesprochen wird, das stellen wir fest. Ich stelle aber fest, Sie haben einen Button an. Das konnte ich vorher nicht sehen. Und, ja, das macht nichts. Ich würde Sie aber auch bitten, wir hatten die Kollegen der AfD auch gebeten am Anfang. Ich sehe es gar nicht ohne Brille, aber irgendwas wird draufstehen. Das mag ja sein, Omas gegen rechts oder links oder geradeaus. Wir waren uns einig, dass es hier keine Button gibt. Jetzt ist es wieder geklärt. Gut, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Genau. In dem Brief steht nämlich drin, soziale Arbeit ist unverzichtbar. Und es geht gerade darum, dass die Arbeitsbedingungen in den sozialen Berufen aufgrund der Corona-Pandemie noch schwieriger, komplizierter geworden sind als zuvor. Und die Kolleginnen und Kollegen sich von Ihnen Unterstützung erwarten, dass eben jetzt nicht auf Kurzarbeit gesetzt wird, dass Sie nicht auf diesen Finanzierungsproblemen, wie das SODEC es bietet, sitzen bleiben, sondern dass Sie die Unterstützung bekommen, Ihre Arbeit ordentlich und gut zu machen. Und ich denke, da wäre es eigentlich notwendig gewesen, diesen Brief auch einmal zu lesen und nicht zu spekulieren, was vielleicht da drin stehen könnte. Aber da Sie es ja nicht gelesen haben, sage ich es Ihnen noch einmal kurz, auch wenn es von meiner Redezeit abgeht. Es geht um eine vollständige Finanzierung der sozialen Arbeit. Es geht darum, die aktuell erweiterten Bedarfe deutlich darauf einzugehen und die zu organisieren. Es geht um eine Krisenzulage, die die Beschäftigten in der sozialen Arbeit und ganz besonders in der Behindertenhilfe brauchen, und auch um die zusätzlichen Kosten, die dort zum Beispiel für Schutzausrüstung notwendig sind. Und es geht um eine bessere Personalausstattung und eine Systemrelevanz der sozialen Arbeit, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber jetzt möchte ich gerne noch zur Studie der Bertelsmann-Stiftung kommen. Und was hat sie zu Hessen gesagt? Weil ich gebe das doch zumindest einige der fünf Punkte werde ich jetzt auch noch anbringen können. Es geht darum, dass es zu wenig Kita-Plätze gibt in Hessen. Es geht darum, dass Kindern die Bildungsmöglichkeiten verbaut sind und dass Frauen auch die Möglichkeit verbaut ist, wieder in den Beruf einzusteigen. Das macht die Bertelsmann-Studie ganz deutlich. 17% der Kinder, der Eltern, gerade in der Krippenzeit, wünschen sich eine Betreuungsmöglichkeit, finden aber keine. Es gibt ein massives Stadt-Land-Gefälle bei der Betreuung. Wenn im Landkreis Hersfeld-Rotenburg im statistischen Mittel fast 5 Kinder mehr pro Kita-Gruppe betreut werden als in Darmstadt, dann hat das direkte Auswirkungen auch auf die Chancen der Kinder. Und da haben wir gleichwertige Lebensverhältnisse, können wir davon überhaupt nicht reden in Hessen. Und das hat alles natürlich ganz viel mit Finanzierung zu tun. Wir bekommen ja jedes Mal erzählt, dass es noch nie so viel Geld gab für die Kita-Betreuung wie jetzt. Aber, was steht in der Studie? 66,8% aller Kosten in Kitas werden von den Kommunen getragen. Und das Land hat gerade mal irgendwie 18,5% beizutragen. Und ich sage mal, das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Und dann brauchen Sie sich für gar nichts zu loben. Sorgen Sie endlich einmal für eine ordentliche Finanzierung der Kita-Betreuung und hören Sie auf, sich ständig da irgendwie in die Tasche zu lügen. Und als Viertes der Fachkräftemangel.
jammern alle drüber, ja gut. Aber wie sieht denn die Situation aus? Fast jede dritte Kita-Fachkraft unter 30 Jahre in Hessen ist nur befristet beschäftigt. Wir haben eine Befristungsquote, die weit über dem Bundesdurchschnitt liegt. Da erwarte ich den Einsatz der Landesregierung. Wer Fachkräfte hier beschäftigen will, ihnen gute Arbeitsbedingungen und guten Lohn zahlen will, der muss ihnen auch eine ordentliche Perspektive geben. Und da von dieser Stelle natürlich einen herzlichen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen der Sozial- und Erziehungsberufe, die sich jetzt im Tarifkampf befinden und für einen deutlichen Aufwuchs im TVÖD und die Kampagne Mehr braucht mehr streiten. Und es geht auch um die pädagogischen Standards. Hier bescheinigt die Studie Hessen nur ein mittleres Niveau und warnt ausdrücklich davor, nicht pädagogische Fachkräfte verstärkt auf den Betreuungsschlüssel anzurechnen. Ja, was machen Sie? Genau das Gegenteil. Gerade gegen die Empfehlungen von Verdi und auch den Wissenschaftlerinnen haben Sie den Fachkräftekatalog massiv aufgeweicht und auch fachfremde Personen den Zugang in die Kitas eröffnet. Und anscheinend scheint Ihnen ein mittleres Niveau hier in Hessen immer noch zu gut zu sein für hessische Kinder. Und dass die Fachkräfte vermutlich wenig Lust haben, für die neuen Kolleginnen und Kollegen, die keine vollständige Ausbildung haben, die Arbeit mitzumachen, wird dazu führen, dass immer noch mehr Fachkräfte aus diesem Beruf strömen. Also, sie werden genau das, den gegenteiligen Erfolg sozusagen haben. Sie werden erleben, dass es immer weniger Fachkräfte in den Berufen gibt, weil sie sagen, sie haben die Nase gestrichen voll. Und wir brauchen gute pädagogische Fachkräfte. Das ist unerlässlich. Wir brauchen mehr Personal, gute Rahmenbedingungen. Das geht nur mit einer guten Qualifikation und mit einer guten Anleitung, wie es unser Gesetzentwurf gefordert hat. Und in keinem OECD-Land hängt die Perspektive von Kindern so stark vom Geldbeutel und der sozialen Status der Eltern ab wie in Deutschland. Hier wäre die frühkindliche Bildung tatsächlich ein entscheidender erster Schritt, um diese Fehlstellung zu korrigieren. Deswegen mein dringender Appell an die Landesregierung. Hören Sie auf mit der Selbstbeweihräucherung. Und ignorieren Sie nicht jede Idee, die aus der Opposition kommt, wie unser Gesetzentwurf für eine fachgerechte Praxisanleitung in den Kitas, Sie das getan haben. Stellen Sie die angemessene Finanzierung endlich sicher und hören Sie vor allem auf die Menschen, die tagtäglich im Beruf stehen. Hören Sie auf die Menschen. Ja, hören Sie darauf. Nur so werden Fachkräfte gefunden und gehalten, indem sie gute Arbeitsbedingungen und guten Lohn für ihre wichtige und hervorragende und gesellschaftlich so wichtige Arbeit bekommen. Frau Kollegin Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin doch schon da.